Ja, moin, moin, ja, da ist er wieder, euer Arc-Project. Ja, kurzer, spontaner, fast schlaflosen Aachen-Geburtstagsstream hier bei Atlas. Ja, ich werde mal ein bisschen mit dem Schiff rumdüsen. Mal gucken, was uns erwartet. Ja, ich denke mal ein Stündchen oder so. Mal gucken, da ich ja dann noch relativ zeitig einen Arzttermin habe. Und ja, den darf ich nicht verpassen. Und ich jetzt hier einschlafe und das Ding verreise, ja. Kleiner Ström zum Ablenken. Na, ich schalte gleich mal rüber. Und ja, ich bin ja hier auf meinem Schiffchen, was ich letzten Ström gebaut habe. Hast du die Kiste? Haben die Kiste repariert? Haben die Kiste repariert? Ja, ich habe vor unserem Kanal-Info-Video erstellt. Und da gibt es ja, wenn es wieder ruckelt, ich habe den neu gestartet. Da ist das immer so eine Sache noch, ne? Weil. Würde ich nicht sagen, ach ja, das ist immer so eine Sache, weil da kann das immer ein bisschen ruckeln, weil da mit dem Videoschnittprogramm nicht so dann scheinbar so Rande kommt. Ja, ich muss mal ein bisschen leise reden, weil wir haben es um 6, die Nachbarn schlafen noch. Die liegen noch alle in ihren Kojen. Heute komme ich leider wieder nicht zu meinen 3 Kilometer. Fußmarsch, den ich eigentlich jetzt fast jeden Früh mache, gestern leider auch nicht, weil wieder was dazwischen kam. Ich bin ja jetzt, wie ihr wisst, viel draußen unterwegs, das seht ihr ja bei YouTube. Ja, da habe ich auch schon ein paar Touren wieder im Plan momentan. Und die Gaming-Richtung wird voraussichtlich erstmal hier sein. Die Streams, und die Streams werden dann bei YouTube hochgeladen. Seitdem die Streams sind eine Katastrophe, dann lösche ich die natürlich, aber. Ansonsten, ja, mit der Aufnahme ist das dann immer so eine Sache, weil wie gesagt, ich will mehr Zeit draußen verbringen, wenn das Wetter mitspielt, wiefern das momentan so möglich ist. Wie gesagt, ich habe ja hier lange genug vor der Kiste gesessen. Mal doch mal reparieren, ja. Das geht ja nicht immer. Die Teile musst du selbst flicken. Ja. Ach, warte mal, ich mach mal Infinite rein. Ist die Frage, ob das beim Schiff geht oder das macht dann eigentlich keinen Spaß. Es hat ganz schön ein paar Treffer gekriegt nach unserer letzten Aktion. Ja, das Problem mit der Munitionskiste hatte ich glaube gelöst, da muss ich nochmal gucken gehen. Weil ich habe mich ja aufgeregt, dass die nicht schießen hinten. Aber wenn die keine Munition kriegen, na, dann ist das nochmal so eine Sache, dann funktioniert das auch nicht mit dem Schießen. Wenn ich zum Beispiel anläutet, Select Ammo Typ. So. Hatte ich repariert, sehr schick. Wie sieht denn der Mast aus? Mast sieht gut aus. Was hängt da wieder? Aber
bei ARC, ich habe überlegt, ob ich ARC mache, aber da kam ein 4,5 GB Update, da habe ich jetzt keinen Bock gehabt, das drauf zu warten. So ein Spontanström. Müssen wir auch mal weiterbauen bei Gelegenheit. Und Imperium muss ich mal gucken, da habe ich noch so eine generische Planung. Wie ich da weitermache, das muss ich zugeben. Das Empyrean ist nicht vom Tisch. Aber wie gesagt, dann muss ich mir erstmal gucken, wie ich im Singleplayer werde wahrscheinlich nochmal mit der Project Aiden Map weitermachen und ja, es hat eine Munition hier. So, okay. Das ist doch die Dings, das sind doch schöne Masken. So. Das scheint aber alles so jetzt IO zu sein. So, da haben wir die Kiste wieder repariert. Da kann es ja wieder losgehen, hä? Sieht gut aus. Halt hier noch nicht, ist da. Ja, ohne, hey. Oh, jetzt müssen wir alles repariert haben. Doch für die Zeit auf keinen Fall verbatten. Gut, dann müssen wir uns beeilen jetzt. Ja gut, das sieht gut aus, würde ich behaupten wollen. So, wo ist denn jetzt hier und so und da hinten? Jetzt muss ich die Kiste erstmal rausdrehen. Was drin ist noch? Spontan. War schlimm nicht, dass ich das noch schaffe, dann hier nach dem Stream den bei YouTube hochzuladen. Muss ich mal gucken. Es wird enger. Ja, da, eine halbe Stunde bin ich unterwegs bis zum Doc-Termin. Ja. Könnte enger werden. Kommt drauf an, wie die Leitung mitspielt. So, da sind wir wieder unterwegs. Wir wollten ja auf die andere. Einen anderen Sektor rüber eigentlich. Fahren wir jetzt mal hin. Bitrate ist konstant unterwegs bei Twitch. Was auch früh am Morgen. Genau, 6.05 Uhr. Ach, guck an, da sind wieder Freunde. Ne, jetzt erstmal ne. Wir fahren erstmal weiter.
machen mal auf 3. Dass die schon mal laden hier. Wieder Rot ist dabei hier. Ja, wir machen mal ja Gefechtsmodus vorsichtshalber, falls die uns zu nahe kommen. Hinten wäre noch die Piraterieinsel, aber das ist immer ein bisschen falsch. Wir sind falsch. Müssen wir noch ein Stück rumziehen. Leveln durch dann. Ja, ich begrüße erstmal alle, die hier frisch zugeschaltet haben. Guten Morgen! Ja, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht mit Großzuschauern gerechnet so früh. Ja, so spontan. Ja, wir ein bisschen rumdümpeln, wie gesagt, ein Stündchen. Oder knapp ein Stündchen, dann weil ich dann noch zum Dock muss. Relativ früh und ehe ich hier, ja, dann doch wieder einschlafen sollte. Eine Strömchen spontan. Ich muss ein bisschen leiser reden, hoffentlich kommt das Mikro an hier, weil die Nachbarn schlafen ja noch. Ne? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Bremse da machen. Fahren mal in einen anderen Sektor rüber, weil ich will das Schiff mal mit den Piraten testen, die hier im Singleplayer sind. Und dann schauen wir mal. Oh, hier gibt's neue. Ach, hier gibt's die neuen Pfeile hier unten. Die haben wir auch, müssen wir auch mal gucken, wie man die herstellen können, dass man die Segel im Brand schießen kann. Das wollten wir uns ja irgendwann mal angucken bei Gelegenheit. So, jetzt brauche ich mal Insel. Dort hinten ist Insel. Ich wage es mir mal, das Schiff zu leveln. Optionen. Was ist denn? Ach, guck mal, da sind ein paar kleine. Wollen wir die mal ein bisschen ärgern, feuern, wenn ihr bereit seid. Würdest du mal bitte die Geschütze abfeuern, das wäre lieb von dir. Wenn man die Buggeschütze... Von Treffen habe ich aber nicht gesagt, Jungs. Aber Treffer kassieren wir. Nur gleich liegen. Lohnt sich eh ne. So, wo ist denn jetzt die Insel hin? Dort hinten. Die Frage, haben die Vorderen überhaupt befeuert? Sind die offen? Ich bin mir nicht so sicher, ob die Vorderen Torpedowerfer schießen. Mal gucken, ob wir Piraten finden.
Muss ich dann mal später gucken, ob die feuern. Sehe. Also zumindest zeigt es uns jetzt keine Fehlermeldung mehr an, weil hinten fehlte ja die Munitionskiste, wie ich festgestellt hatte. Da war die Reichweite nicht da, deswegen konnten die nicht schießen. Ich hab geflucht, warum die nicht schießen, ne? Ja, hätte ich mal geguckt. Dort müssten ja dann Piraten sein. Wo sind wir dort? Genau, die Inselstraße an. Wieso liegt dort der Dingy? Das kann doch gar nicht sein. Dafür gibt es den Bug immer noch. So. Mal gucken, wo das Piratenschiffchen ist. Wenn der NPC ist. Und vor allem welches Level. Nicht, dass ich jetzt die große Klappe habe und das Ding ist Level 32 oder sowas. Die sind nämlich ein bisschen stärker, die Piraten, als die Geisterschiffe. Und ich müsste mit dem Ding locker schaffen. Also mit unserem Schiff. Na, wo seid ihr denn? Schlaft ihr etwa noch? Wie spät ist es eigentlich hier im Spiel? Ach, siehst du, wenn du auf dem Schiff bist, okay, weil die Schrift davor ist. So, jetzt ist die große Quizfrage, dass ich hier nicht gegen die Insel reise. Wäre blöd. Jetzt haben wir rüber die Kiste hier. Mal drumherum reden. Ein kleines Piratenschiffchen. Komm, wir wollen dich ärgern. Und meine Säge sind angekratzt. Na, müssen wir dann mal gucken. Und ich glaube, zu den Brandpfeilen, zu den neuen hier, da für die Geschütze hier, da muss ich mal eine Sonderfolge machen bei Gelegenheit. Da muss ich mich mal befassen damit. Vor YouTube. Man kann ja die Säge jetzt irgendwie im Brand schießen. Ein paar Ballisten könnte man ja noch drauf pflanzen. Müssen wir sowieso, wenn wir hier das Zeug testen wollen. Wieso gibt es denn kein Piratenschiff? Das ist doch langweilig. Wie kreisen da eigentlich mal hier so dieses Inselchen rum? Oder gibt es hier keins? Nicht. Wir passen das nicht so nah in die Inselreiche, ja. Gehen wir heute ein Schiff echt mal? Dann noch mal einen Kurs und wir fahren mal auf die andere Insel zu. Vielleicht gibt es dort mehr Piraten. Müssten sie mir an der Backe kleben, ich würde sie feiern. Ja, der Nachteil ist, wenn der Indien-Mensch-Ship hier. Ich habe keine Heckgeschütze. Dann muss ich mir vielleicht noch was einfallen lassen. Ist auf dem Mörser hinten, Verlandsdiele, oder kannst du auch schlecht drüber gucken? Dann muss ich mal gucken, ob ich dort noch ein Deck reinzimmere. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, da bin ich noch nicht so zufrieden.
Und sonst natürlich dunkel. Das war sowas von klar. Da trauen wir uns mal die Kiste zu leveln und mal hier das Sägelchen zu reparieren. Und ich wette, wenn ich jetzt nicht aufpasse, habe ich drei Geisterschiffe an der Back. Das heißt, ich oben. Ich habe halt keine hier Dings mehr, keine Metallbahnen. Ich muss mal Gamma reinmachen, sonst sehen wir alle nicht mehr. Gamma. Und ja, Insel. Oh, hier ist. Nicht los. Warum sind die, haben sie die Piratenschiffe? Ich habe Steine gefangen genommen, Piraten. Jetzt haben wir auch hier keinen Wind mehr so richtig. Das ist natürlich jetzt schlecht, wenn wir hier nicht viel Zeit haben. Gern mal wissen. Och, unser Nebel, das ist nicht dein Ernst jetzt. Da willst du dann mal das an dem Piratenschiff testen und dann kommen Keynes. Wir setzen fest. Ich würde sagen, das ist gleich von Falten verrissen. Ich habe die Sandbank nicht gesehen. Das ist mies. Das ist echt mies. Und das Segel wird von uns immer noch beschädigt. Ich habe lieber Friendly Fire aus. Ich muss den Kahn irgendwie hier rausdrehen. Das nicht. Hab ich nämlich gepennt, weil ich auf den Chat geguckt habe. Ist doch immer noch. Oh nee, bremsen! Scheißendreck. Entschuldige die Ausdrucksweise. Können wir hier durch? Kriegt man das? Warte mal. Oh, gerade so, du. Hab ich nicht gerade das Schiff gesehen? Oder habe ich. Oder bin ich bekloppt? Komm raus hier mit der Kiste, schnell. Das ist mies. Das ist wieder eine Sandbank davon. Sag mal, gibt's keine Piratenschiffe mehr? Wann sind sie eigentlich? Hier, Pirate Camps 2, also da sind sie. Die Schiffe, die kreisen ja sonst so immer rum, an der Insel rum. Ich würde sagen, ich müsste dort mal ausweichen ein bisschen. Brauchen wir mal auf die Insel da drüben. Wenn wir ringsrum ziehen, das ist dann die Zeit zu schade.
Du drehst die Kiste und ich repariere jetzt erstmal die Sails. Warte mal, das müsste das eigentlich sein. Sieht gut aus. Jetzt habe ich wieder vergessen zu leveln. Ach nö. Geh mal auf Schaden. Ein bisschen Gewicht notfalls nochmal, obwohl er genug hat. Eigentlich hat er genug Gewicht. Aber wir wissen ja nicht, was wir hier noch drauf pflanzen. Ich überlege, ob ich den Heckmörser wegnehme, dort hinten nochmal hochbaue und einen Geschützturm drauf setze. Muss ich mal gucken, ob das geht. Obwohl, das ist bestimmt zu schmal dort hinten vom Geschützturm. Ich hatte den ja mit den Aufbauen eben sonst weggelassen, wegen der Breite, glaube ich. Bitte lass uns ein Piratenschiff sehen. Wenn sie geladen haben, müsste er ja den Kartenteil eigentlich jetzt von daher. Er sagt aber nicht von Piratencamps. Halt. Hier sind aber welche laut Map. Jetzt hat er sie gefunden. Wo sind sie? Sehen wir die vielleicht? Bisher nicht. Die müssen hier irgendwo sein. Wieso gibt es denn keine Piratenschiffe? Oh, das ist doch nicht schön. Ich will das mal testen. Und die Insel fahre ich jetzt wirklich mal drum rum. Dort ist es, ich hab's, da ist es in der Bucht. In der Bucht ist es. Und dann werden wir mal die Gefechtsformation einnehmen. Feuern, wenn bereit. Wir sind eigentlich F2. Jetzt gibt's aufs Brettchen, und zwar aufs Fressbrettchen. Oder wir kriegen aufs Fressbrettchen, das kann ja durchaus sein. Immer.
Da kann die Torpedos nicht abfeuern aus irgendeinem Grund. Das ist schön, das singt schön. Weg war's. Oh, kleines. Wieso Unlock mit den Torpedos? Dort hinten sie bereiten können? Wieso feuert er die Torpedos nicht ab? So. Sind ja schon wieder. Ich bin auf irgendwelches Fischzeug. Und so weit weg. Noch aufpassen, dass wir in Mörserreichweite kommen, aber die uns mit ihren Geschützen nicht treffen. Müsste reichen. Nee. Reicht, nee. Reicht, nee. Ich bin doch Depp. Was ist hier? Wollte ich eigentlich schon noch mal ein paar Leitern dran machen? Ich will das machen, ich bleibe mal, ehe ich das wieder vergesse. Da hatte ich schon die Admin-Kiste hier unten irgendwo. Also, warum schießen die Torpedowerfer nicht? Das ist eine gute Frage. Irgendwas mit Unlock. Leitern. Ja. Jetzt können wir ein bisschen beknackt in das Schiff rein. So, das klappt doch schon besser, siehst du? Ist doch wohl schon wieder. Müssen wir aber langsam mal in Reichweite sein, Jungs. Jetzt da. Ich glaube, das Dream muss ich auf ab 18 machen. Obwohl, ne, es sind ja keine Leute. Landzielbekämpfung.
Sperrfeuer drauflegen, ja. Das will ich eigentlich nicht. Ja, ich glaube, das will ich nicht am 18 machen. Komm aber spät. Das ist ein Nackt. Gespannt. Eine Wölfe habe ich. Siehst du nicht, Mist. Müssen wir mal gucken gehen. Kann ich bei der Gelegenheit gleich ein bisschen Material mitnehmen? Und das ist Schlange, ich hab ihn. Oh ne, ich hab keine Infinite mehr. Ach, guck mal an! Das brauchen wir. Das ist immer geil gemacht hier. Kannst du das mal bitte aus meinem Gesicht nehmen? Danke. Ich wusste es. Also weiter Sperrfeuer. Was willst denn du von mir? Schmecke nicht. Hatten wir ja eigentlich schon hinten gekrapscht. Sehr schnell. Also mit Sperrfeuer versorgen. Nur die andere. Die Bäume dort irgendwie wegmachen. So.
gerade auf die Zeit gucken, haben wir ein bisschen. Irgendwie erwische ich den ja. Mal gucken, ob wir den erwischen. Mal scheinbar ohne, na gut. Da steht immer dort oben, oder? Von der Flagge, warte mal, von der Flagge? Wer ist die Flagge? Von der Flagge links. Wir belegen die ja übelst mit. Mit Sperrfeuer, also das müsste ja bald mal gut sein, ja. So runterkriegen. Irgendwann muss ich mal. So hier nehmen. Ach, jetzt sind wieder Rochen, die gehen so auf den Nerv. Doch, da hängt dort oben der kleine Sack. Gibt es noch mehrere kleine Säcke oder sind die Dödi kleine Säcke? Überhaupt nicht backlastig, oder? Überhaupt nicht buggy. Das wurde 18er Stream bei YouTube. Das wird definitiv ein 18er Stream. Kommen die Leute ein bisschen schneller her. An, kann das sein? Aber ich habe doch den Map hier, den Sektor gewechselt, dann müsste es da eigentlich raus sein, Infinite. Ich will mal ausmachen, wenn ich den Plan habe. Aber ich habe noch Infinite an. Level 8 hat er auch ganz schönes Zeug, manchmal so sagen.
gutes Zeug bei. Aber wir haben ganz schön reingekloppt ins. Das Metall, das nehme ich da mal mit. Können wir nämlich brauchen. Natürlich nicht. Nicht so schlimm. Ein paar Minuten habe ich noch. Ja, das wird bei YouTube beachtet, das stimmt definitiv. Weil wir ordentlich ja geklappt haben, liegen hier noch die Viechers rum. Die sind nicht schon fort. Was ist das? Nichts Besonderes. Gut, warte mal, hier ist noch. Gut, fahren wir zurück zum Schiff. Eine Woche? Oh, da hast du Pech gehabt, was? Also gleich verarbeitet hier. Hinten ist auch noch ein Beräuschversteck oben, oder? Aber das machen wir heute nicht mehr. Gut, das muss ich mal gucken. Dann noch Gamma an. Hier will ich hin. Das auf jeden Fall hier rein. Achso, wir haben glaube ich keine Kräuter. Gut. Gemüse. Na, haben wir nicht. Okay, dann müssen wir. Wir schmeißen das erstmal hier rein, da wird nicht mit Essen kommen, okay. Müssen sie etwas länger halten. Öl. Weil das
Metall können wir hier drinnen lassen. Komm, rein damit. Oh, hier, das ist richtig gutes Zeug dabei gewesen. Ein grüner. Was fehlt zum Reparieren? Gemütliches Zeug. Fiber, okay, müssen wir das mal holen. Ich tu mal das hier rein. Also ich soll jetzt den Brauch erstmal. Also muss ich dann mit der Schiffchen reparieren, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Was sieht's denn hier aus? Ja, es geht noch. Müssen wir dann mal Holz nachfüllen. Später. Da tue ich wieder mal zwei zum Reparieren abstellen. So. Und machen wir an der Stelle Feierabend. So, ich nehme mal die Axt in der Hand, damit ich als nächstes dann noch weiß, was wir machen wollten. Nämlich Holzzellen und Ressourcen. So, ja, das soll es das erstmal für heute gewesen sein. Ja, da danke ich euch fürs Zuschauen. Danke an alle Follower. Ja, bleibt gesund. Und ja, geht raus, wenn's Wetter geil ist. Also ihr dürft ja zum gewissen Reutes. Informiert euch dann euren, ja. Verordnungen, die da zur Zeit hier noch existieren, genau. Und mal sehen, was wir als nächstes dann machen. Vielleicht wieder Atlas oder Ark. Mal gucken, wie mit Imperium muss ich halt mal gucken, wie ich das mache. Da hab ich noch keine richtige Planung. Und ja. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.